Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme, einem weiteren Teil von Shadow of War. Ja, letzter Part war ziemlich viel Action. Dieser Part wird wahrscheinlich ziemlich viel laufen sein. Ihr seht unser Ziel 1749 Fuß entfernt. Das ist der letzte Aussichtsturm, der mir noch fehlt. Und ich will dann dort den Außenposten einnehmen. Was bedeutet, dass ich zuerst mal den kleinen Lappen da brauche? Komme ich rein ohne? Nice. So. Und zwar brauche ich über den hier Info. Ja, es war klar, dass wieder. Oh. Wurf vom Festnageln? Alles klar. Dass das so ein Riesenvieh wieder ist. Oh, brenn mal. Und ich will jetzt nicht groß fighten, sondern eigentlich will ich. Das war close. Direkt zu dem Turm kommen, damit ich dann auch. So, den Karagor lassen wir nicht sterben. Aber du kannst machen, was du willst. Au. Ja, ich sehe den Turm schon. Da lässt was fallen. Was gibst du mir denn? Ja, Gold. Gold habe ich echt genug. Nix, hey. Du hast die Klappe. So. Hi. Wegrennen können sie halt fast nicht. Ich bin viel zu schnell für das. Gibt's noch einen mit. Alter, Level 34. Da ist ja der. Den. Warte mal, nee, ich will nicht den nachher überfallen, sondern. Wo ist der? Noch nicht den. Ja, fuck doch den. Nee, den. Nee, ich will ja das. Oh Gott, ich muss den. Urgram. Naja. Alles klar. Ja, komm, wir stoßen dem mal eine Todesdrohung aus. Der wird sie überleben, weil wir was anderes machen. Dann wird er stärker. Wird ein bisschen interessanter. Hi. Oh shit. Wunder, dass ich bin noch nicht in der Burg. Bin ich noch so weit entfernt? Noch mal kurz auf die Map, um das richtig anzuvisieren, dass da. Bisschen unschön die Szene. Komme ich da rüber? Ja, easy. Okay, ging schneller als gedacht. Man kann sich halt in dem Spiel auch so von super viel Dingen ablenken lassen. Zum Beispiel mit diesen Dingern hier. Das Geile ist, man kann es sogar machen, wenn man verfolgt wird. So. Und wenn man alle von denen gesammelt hat auf der Map, also von dem Map-Teil, dann kann man in die Gräber, in diesem Fall ist das Grab hier oben. Hügelgräber nennen sie das. Ja, genau, das sind noch Artefakte. Da ein Hügelgrab, das ganz hinten in der Höhle. Und
wenn du alle Spruchteile gesammelt hast, da fehlt mir jetzt noch der hier, der eine, dann kannst du eine Tür öffnen und dahinter versteckt sich ein legendäres Rüstungsteil. Eigentlich immer. Und außer ich habe noch nicht aufgedeckt, das erfahren wir jetzt gleich. Reinigung erhalten, alles klar. So, wenn man so einen Turm übernommen hat, genau, kann man dann die Gegend nach zum Beispiel Artefakten absuchen oder da irgendwo. Da. Noch mehr Artefakte. Okay, irgendwo hier. Da. Ah, Ifildin. Da hat's noch. Um, seht ihr, was ich von dem Turm noch alles entdecken kann. Ist ja klar, dass da hinten noch was sein muss. Artefakt. Zwei Ifildin sind noch in der großen Burg, alles klar. Und jetzt habe ich auch die Story-Mission freigeschalten, aber die werde ich diesen Part nicht mehr anfangen. Weil das eindeutig dann den Rahmen sprengen würde. Ah doch, den Verrat wollte ich machen. Oh, das ist sogar höher als das da. Gibt aber weniger Gold. Also EP meine ich. Weiter machen wir dann zuerst das. Aber zuerst will ich da noch die Statue von denen zerstören, die da vorne steht. Oh shit. Immer gut, so einen Move zu machen, direkt neben einem zu landen. Keine Ahnung, was das Statuen zerstören bringt. Ich glaube, es schwächt den Kampfesgeist von denen. Jedenfalls, wir zerstören das mal. Ah ja, genau, mir gibt es das da. Ach ja, Furcht verbreitet es auch. So, und jetzt gehen wir. Dahin. Und hoffen mal, wir können den verprügeln. Okay, töte fünf. Was? Fünf Orlogs. Und drei Schleichtötungen für Bonus. Wie will ich den denn jetzt schleichtöten? Den aber. Den will ich platt machen, bevor der irgendjemand benachrichtigen kann. Eine Schleichtötung habe ich. Irgendwo hier liegt noch ein Artefakt. Da. Alles war klar. The Orcs have been here far longer than men, far longer than the Dark Lord himself even. Okay, the Orcs keep. This place belongs to them, and in their own way, the Orcs revere their heritage. We found this sword in a crude shrine after all. Yet imagine what the Orcs and Mordor could become if freed of the Dark Lord's corruption. Okay, the Orcs gibt's also schon länger als der dunkle Lord. Oh, gerade noch so geschafft. Und Fähigkeiten. Fähigkeitenbaum habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier ist der Fähigkeitenbaum. Fühlt euch erschlagen. Ich glaube, ich habe jetzt schon jede Hauptfähigkeit freigeschaltet. Ja, habe ich. Ich habe von allem die Hauptfähigkeit freigeschalten. Ich glaube, man kann alles in eine gewisse Richtung skillen. Die gelb gesperrten, die noch sind, das sind Story-Aufträge, die ich durch Story-Sachen freischalte.
Ich nehme das mit Aufschlagen. Das sieht richtig nice aus. Ich bin so oder so nicht der beste Schleicher. Ah, wieso macht das überhaupt? Es gibt nichts mehr. Es gibt keine. Doch, da Informationen aufdenken. What the fuck? Unbeholfen, Furcht vor Festnahmen, benommen durch Schleichen. Alles klar. Benommen durch Schleichen ist geil, wenn du dich wirklich, wenn du den in seinem Territorium triffst und dich anschleichen kannst. Geh nicht auf eine Rampage jetzt, Digga. Benimm dich. Ich muss die Orlogs dann noch töten, aber ich will zuerst die Zusatzmission machen. Und zwar drei Schleichtötungen. Bams. So, und jetzt geht's für die Orlogs an den Kragen. Jetzt kann ich so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen, wie ich will. Jetzt muss ich die nur noch finden. Da sehe ich schon einen. Hello, my friend. Get fucked. Ey, bleib hier, ich muss dich töten. Ey, bleibst du wohl hier? Alter, der flieht immer noch. Bleibst du hier? Nice. So. Ah, come on. Alter, really? Wo ist der Olog? Den interessiert's einfach nicht, dann machen wir einen Schleichangriff. Das tötet die leider nicht. Aber sie sind dann ziemlich down. Den interessiert's auch nicht. Schleichangriff. Oh! Den hat's interessiert. Und der. Oh shit. Schnelles Aufzehren, um meine Gesundheit wieder aufzufrischen. Nö. So, und jetzt kommt der. Die Großen sind immer ein bisschen. Ja, was soll ich sagen? Gefährlich? Stärker? Mühsamer? You're gonna do shit. Da zu liegen. Hier will ich ihn fighten. Und erstmal Spinnen rufen. Moment, war das nicht einer von meinen Leuten? Wo ist der Typ? Ich fight jetzt hier. Oh shit! Kann man den festnageln? Ja, kann man. Ah, du Scheißspinne. Alter. What? Holy crap. Wenn man genockdownt wird, dann gibt's so ein Minigame, sage ich jetzt mal, wo du dann so Sachen einsammeln. Ah, jetzt ist der andere auch. Nee, das ist immer noch der gleiche. Ah, Spinnen. Ah, da ist er.
Interesting little tidbit. You are delicacy. Die Sprüche, wo die Jungs drauf haben, ist einfach geil. Aber du hast Angst vor dem. Oh! Ich brauche da einen. Komm her. Ohne dass mich jemand angreift. Yes, Sir. Und jetzt muss ich das machen. Ich kann halt auch meine Leute hinzurufen. Alter, wie viele von euch denn noch? Der ist beschossbeständig, das auch noch. Ja, jetzt gibt's erstmal auf die Fresse. Ich habe keine halben Geschosse mehr, alles klar. Dann holen wir doch mal ein paar. Wo ist der Cargo? Ah, move! Alter, gehst du mir auf die Eier? Die Spinne verfolgt mich halt komplett, ey. Über die ganze Map oder was? So, ich habe mir Leben wiederhergestellt. Oh, kleiner Vorsprung. Alter. Komm. Geh irgendwo hin. Ich hänge hier gerade echt fest. Ich muss ein bisschen rennen. Das sind doch gerade ein bisschen viele. Oh, oh, oh. Alter. Komm hier hin. Mir machen die nämlich nichts. Dass jetzt noch ein zweiter Boss hier sein muss, ist halt total nervtötend. Das sind nur einige, ja? Das sind doch nur ein paar. Ah, der ist... Oh, shit! Aber du kommst mir gelegen. Wo ist er? Der Junge hat noch keinen Damage erhalten, nein. Ich bin hier, komm und hol mich. Such mir mal einen Karagor her. Oh, da kommt der Boss. Nice.
Genau so wollte ich es eigentlich. Ich wollte sie trennen. Das ist Level 34, ich bin Level 33, von dem her keine Chance. Rolle. Und töten. Bams. Einer weg. Und so befreit man ein Camp. Auch ein bisschen. Naja. Ein bisschen nicht nach Plan, würde ich sagen. Aber passt super auf Folgenende. Passt super. Für den Einblick. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Part, weil ich werde definitiv noch ein bisschen weiterspielen und deswegen das auch aufnehmen. Vielen, vielen Dank. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.